Hatakar Schwadam. Winjar Alajars. Hatakar. Guarpeti Pacharsh. Harsh. Sibalti Yiguarsh. Ma. Ul Udams. Winja. Waicha Waika. Hawaicha Salwa. Takar. Palhur. Winja Laja Daus. Und mit dieser kleinen Einführung des Erzählers heiße ich euch herzlich willkommen. Ich bin Ankh und wir spielen Far Cry Primal und stecken in der Rolle des Bestienmeisters Tucker. Und wir müssen jetzt irgendwo mitten in der Wildnis stehen. Genau, unsere letzte Keule, die blinkt da wild vor sich hin. Dann stellen wir nochmal kurz eine her. Wir haben ja fleißig Zeug gesammelt, auch so zwischendurch mal. So, das auch nochmal. Und bleiben wir erstmal bei der Nahkampfkeule. Ein Lagerfeuer. Was haben wir denn hier Schönes? Nichts. Hier? Achso, das ist unsere Belohnungskastenkiste. Nordzedern. Die nehmen wir mal in unser Inventar. Genauso wie die Steinchen hier. Randwerk. Guck, dann können wir den Speer nämlich verbessern, weil wir jetzt die Nordzedern dabei haben. Boah. Oh, das ist unser kleiner Freund, alles klar. So, und in der letzten Folge haben wir schon hier, die graue Jägerin gefunden und kennengelernt. Und genau. Die graue Jägerin. Genau, wir müssen noch ihre Hütte aufbauen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir hier noch so in der Nähe haben, wie zum Beispiel diesen unbekannten Ort hier oben. Und Stammeskonflikt. Alle bösen Menschen töten. Da haben wir wieder ein weißes, böses Kätzchen. Und wir wollen jetzt erstmal hier mit Jack den Berg hinauf. Und gucken, was da oben auf uns wartet. Ich bin immer noch unglaublich fasziniert von der gesamten Flora und Fauna hier. Das ist echt schön geworden. So, Holz nehmen wir natürlich mit. Ja, da sind auch wieder die Rentiere am Jammern. Ach ja, hatten wir jetzt eigentlich schon die Fähigkeiten? Genau. Das war jetzt, finde beim Sammeln mehr Holz, bla bla bla. Und dann gab es ja noch die Fähigkeit, irgendwie seltenere Sachen zu finden, oder? Nee, da. Genau, die beiden machen wir als nächstes. Wir haben auch noch nie einen Takedown gemacht. Ach, hier oben steht dann wieder einer und sagt uns, was wir zu tun haben. Hi. Paku Holzunterschlupf. Hey. Ich will fangen Fisch. Aber Izila wachen über See. Ich lief weit. Wenn Izila bleiben, kein Fisch für Venya. Gehe zum See und verjage Izila. Izila. Das sind die Blauen. Brauchst du Liebe, Kleiner? Du bist echt knuffig. Beste Hund überhaupt. So. Wie fies das einfach klingt, wenn er halt sich so Wohlfühl-Räuspergeräusche macht. So. Wir sollen jetzt zum Fluss. So richtig wohin, wissen wir nicht. Dann gehen wir einfach mal nach da unten. Ja, da unten schreit auf jeden Fall irgendjemand rum. Oh. Irgendjemand ist hier noch. Oder war da? So, was haben wir denn hier unten Feines? Einen Nackichten. Oh, da sind noch mehr. Ach, das sind Tiere. Böser Hundi. Lass sie warm, es ist.
Das sind die Izala-Typen. Die bringen auch mehr Fahrer wie die Udam. So, und da vorne ist irgendjemand Weißes. Okay. Warum machen wir die weg? Läuft? Keine Ahnung. Was geht hier denn vor sich? Hi. Stammeskonflikt vernichtet. Izala töten Venya. Bringe in Höhle. Geh in Höhle. Halte die Izala auf. Wir müssen Venya Brüder begraben. Das hier sind dann immer so Anfang und das ist dann das Ziel. Okay. Jetzt habe ich's. Oh, Lagerfeuer. Das entzünden wir nochmal kurz, weil das gehört ja dazu. So. Machen. Feuer. So, da hinten haben wir noch ein bisschen Holz und Schiefer, Stein, irgendwas. Los, Kleiner. Okay, den ersten hat er. Nummer zwei auch. Dass sie den Hund auch völlig ignorieren. Hier. Nee. Ja, die Katze ist hier völlig verwirrt. Die weiß nicht, was los ist. Ich habe mich ein bisschen umgestellt. Und werdet ihr vielleicht auch, und ich hoffe, das funktioniert auch mit dem Licht und dem Greenscreen und alles besser in naher Zukunft. Ich habe das nämlich alles ein bisschen umpositioniert und nun sollte das alles ein bisschen mehr schick laufen. Werde mir wahrscheinlich auch nochmal eine Lampe holen, eine zweite. Oder ich kaufe mir doch einfach mal so ein Set für 50 Euro. So ein Dauerlicht-Set. Da habe ich zwar noch mehr Lampenstative und Zeug hier rumstehen. Ich habe auch eine komplette Fotografie-Ausrüstung hier stehen mit Blitzanlage, Stativen etc. So. Stammeskonflikt. Dieses Gebiet wird von einem feindlichen Stamm kontrolliert. Finde ihr Lager und brenne es vollständig nieder. Okay. Ah, das wird dann natürlich angezeigt direkt. Höhlenmalerei ein. Deschnierhand ein. Aber wir haben ja das schöne Feature, dass wir eine kleine Eule haben. Mit der wir uns hier mal ein bisschen umgucken können. Weil wir ein heftiger Bestienmeister sind. Könntest du ein bisschen tiefer fliegen, Eule? Ich würde gerne mit dir in die Höhle fliegen. Okay, dann nicht. So, dann nehmen wir die lila Blümchen hier vorne mit. Und noch das gute Stück hier. Bisschen schiefer. Schadet nicht. Ich habe das Gefühl, das Mikrofon ist irgendwie sehr, sehr leise. Oder? Ich habe gerade einfach die ganze Zeit auf die Kante gesprochen und deswegen. Komisch. Alles klar. So, erforschen wir mal ganz fröhlich und vorsichtig stealth-mäßig diese Höhle. Kumpel, du bist im Weg. Das können wir halt anzünden, aber was bringt uns das? Ah.
Ne? So, dann sehen wir vielleicht auch ein bisschen besser. Der Fortschritt des Verbrennens ist ja jetzt auch eher ein Witz. Ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, wenn wir das so rum niederbrennen. Beim Reingehen. Können wir die da runterschießen? Huch. Das ist ja brutal. Okay. Brennt, brennt, brennt. Alles ganz schön. Okay, sie wissen, dass ich hier bin. Autsch. Gut. Ihr Schweine. Komm her, Kleiner. Nee, nee. Friss, steh auf und kämpfe an meiner Seite. So. Dann zünden wir mal unsere Keule an. Brenn dann alles nieder. Hier schöne Hütchen. Na? Pieks. Kleiner. Einfach allen ins Gesicht stechen, das Ding. Okay. Habt ihr auch irgendwelche tollen Sachen dabei, die wir mitnehmen können, ihr blauen Pisser? Hier haben wir noch eine Ecke zum Anzünden. Zerstörung vollständig, entkomme. Aber ist noch so viel zum Anzünden. Ich bin doch so gerne Pyromane. Lass mich doch so alles niederbrennen. Oh, da hinten ist irgendwo eine Hand. Karte sagt, dass hier irgendwo was ist. Aber sehen tue ich einen Scheiß. Naja. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Lager hier vernichtet, aber diese Hand finde ich nicht. Ach, eine Höhlenmalerei. Auch nicht. Nee, ich sehe auch keine Höhlenmalerei hier. Okay.
Dann leck mich doch, Höhle. Wir gehen jetzt. Wenn man die Ausgänge nicht findet. Scheiße. Nee, sieht nicht gut aus. Aber hier hinten war doch irgendwo was zum Hochklettern, oder? Ja, genau. Irgend sowas war hier. Einfach das Geschrüpp hier hoch und dann müssen wir vielleicht da oben irgendwo rauskommen. Sieht zumindest sehr stark danach aus, dass das da oben Ausgang ist. Okay, Katze hat einen neuen Platz. Die liegt jetzt hinter dem Laptop, sonst liegt sie mal auf dem Regal. Sehr mysteriös. So, da ist nichts. Da haben wir ganz viel Holz zu mitnehmen. Gib mir das Holz. Feuer löschen. So, und Holz haben wir auch wieder ein bisschen verbraucht. Und dann wieder irgendwelche frechen, bösen Menschen. Hey Freund, ich hab dir gerne ein bisschen geholfen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wieder ein bisschen Schiefer. Schaden tut's nicht. Bisschen Holz im Wald. So, was haben wir noch so Tolles? Ich hab hier irgendwo... was ist das? Venja-Armband. Das schauen wir uns mal an. So was haben wir noch gar nicht gefunden. Mal gucken, was das für einen tollen Nebeneffekt hat, wenn wir da jetzt hingehen. Und es finden vor allen Dingen. Ah, ich glaube, da vorne liegt was. Nee. Uiuiui, ist mir schwindelig. Böse Schlangen. Ah, hier bestimmt. Ein Armband. 1 von 24. 4 Stück bis zur nächsten Belohnung. Jetzt schnüffelt der Kater an der neuen Glühbirne. Warum auch nicht? Ih, da unten sind Dachse. Dann sind wir gleich im Dachsgebiet. Ich hasse Dachse. Ich habe die Honigdachse im Vorgänger gehasst. Das waren die schlimmsten Gegner überhaupt. Und so unglaublich bösartig, wenn sie sich ins Gesicht gehangen haben. Das ist ein Vogel. Das ist unser Wuffi. Der kriegt erstmal was zu essen, bevor wir hier auf den Dachs treffen. Und anscheinend ist das Ding, was wir suchen, wieder unter uns. Der Kackstein. Ja, höchstwahrscheinlich. Es ist alles wieder unter uns. Oh, was haben wir denn da hinten? Ach, nur Ziegen und so ein Quatsch. So, und hier ist irgendwas los. Wir sollten die Miezekatze hier töten. Gib mir das Jaguarfell. Haben wir, glaube ich. Boah, wieso sind hier unten so viele rote... Da haben wir Tasche. Gehen wir Richtung Tasche mal.
Richtung Tasche haben wir auch ganz viele böse Menschen. Oder einfach scheiße weiße Löwen. Löwe heute. Ich dachte, du lebst noch. Und wieso lebte der denn noch? Ach Gott. Ich dachte, er wäre ein Freund und keiner von den komischen Bösen. Oh, davon liegen hier aber ein paar mehr rum. Waren die Löwen fleißig. Patsch, einmal auf den Bauch gehauen und gelootet. So, das wären dann die Höhlenlöwen gewesen. Du gib mir deinen Pfeil wieder, den ich dir ins Auge geschossen habe. Werter haariger Dude. So, da drüben haben wir nochmal eine ein Örtchen, das wir erforschen können. Ein bisschen hiervon. Schiefer unter Wasser. Na klar, das sammeln wir auch unter Wasser. Das brechen wir einfach so weg mit unseren muskulösen Superhänden aus der Steinzeit. So, hier haben wir noch ein bisschen Blauzeug. Ey, dass hier überall gebrüllt und geschrien wird, ist total irritierend. Man weiß nie, was man als nächstes irgendwie, auf was man reagieren muss oder auf welchen Schrei oder Gebrüll oder was auch immer. So, was haben wir hier Feines? Ach, das ist die eine Dings, wo ich schon von oben gesehen hatte. Wo die Leiche lag. Ein vergessener Krater. Da ist dann so eine Hand drauf, vermute ich mal. So, dass wir auch mal an irgendeine rankommen. Nein, natürlich nicht. Und da auch nicht. Vielleicht da drauf. Nee, auch nicht. Hä? Mal kurz durchatmen und dann gucken wir nochmal da unten. Tucker, tauch auf. Hm. Oh, hier wurde jemand angenagt. Der Arm fehlt ein Stückchen. Ja, wieso haben wir den Jägerblick nicht gleich benutzt? Weil das ja zu einfach gewesen wäre, dann Sachen zu finden. Yay, ein Fähigkeitspunkt. Wir brauchen aber noch einen zweiten und lohnt sich das nicht. So. Ja, wir wollen jetzt hier auch gar nicht hoch. Wir wollen nämlich darüber. Hopp und hopp. Oh, cool. Er macht sogar so eine Eintauchsequenz, wenn wir ins Wasser springen, Mietanlauf. Schwimmen, 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 schwimmen. Und ich kündige schon mal an, die Folge heute, also die Folgen werden jetzt langsam normale Länge einnehmen. Wird nicht so wie sein wie am Montag, dass wir da eine Stunde Folge mal haben. Wird wahrscheinlich mal vorkommen, dass jetzt irgendwie länger sind, 45 Minuten oder 40 Minuten, dass wir da so eine doppelte Folge haben. Das ist ja zwischendurch auch mal ganz passend und ganz nett, aber wir wollen ein bisschen länger was von haben und ich versuche diesmal auch nicht, doch, ich werde alles, was wir machen können, machen, aber ich werde irgendwann auch einfach mal loslaufen und dann einfach die Hände sammeln und Holz und Ressourcen. Wer weiß, wie viel wir wann, wo, wieso, weshalb, warum brauchen und dann wäre das ganz praktisch, wenn wir das alles schon mal auf Lager hätten oder zumindest so ein Grundgedöns, dass wir nicht immer gemeinsam los müssen. Also auf jeden Fall werden wir die ganzen seltenen Tiere wieder live jagen und so weiter. Das schon. Und da unten haben wir den nächsten Kameraden. Und ich glaube, zu denen gehen wir jetzt nochmal hin. Das ist eine fiese, böse Falle, würde ich behaupten. Mit meinem geschulten Jägerauge. Würde ich sagen, ist das eine ganz schön gefährliche Ecke.
So. Und da unten sollen wir jetzt Unterschlupf der Verlorenen. Das klingt brutal. Oh, aber gut versteckt. Zwar sehr auffällig mit dieser Brücke hier, aber gut versteckt. Klettern, Pfeil anzünden. Hi. Ich will dein Freund sein. Huch. Ernsthaft. Du pinkelst auf mich. Das ist voll. Okay. Was ist mit deinem Arm los? Leb wohl, Pissemann. Okay. Hau ab, Stummelchen. Echt? Stummelchen hat auf uns gepinkelt. Gefangen. Na toll. Uncool. Anzünden. Und ich glaube, das ist eine super Situation, um mich aus der heutigen Folge von Far Cry 4 zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann auch in der nächsten Runde wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Bye, bye.